Nanu, Sie sind ja immer noch hier. Ich dachte, Sie wären schon längst in der Psychiatrie. Das kann nämlich heutzutage ganz schön schnell gehen. Hier, das haben wir hier zusammengetragen, die Beweise auf 64 Seiten in der neuen Expresszeitung Nummer 16 über den psychiatrisch-pharmazeutischen Komplex. Ja, also hier zum Beispiel per Gutachten in den Gulag, eine riesige Geschichte, wie man einfach aufgrund von Gutachten in der Psychiatrie verschwinden kann. Ich zitiere mal kurz: Viele skandalöse Fälle haben inzwischen gezeigt, dass in Deutschland oder der Schweiz unliebsame Personen genauso schnell in der Psychiatrie verschwinden können wie Weiland in der Sowjetunion. Wer nicht aufpasst, landet in den Fangarmen des psychiatrisch-industriellen Komplexes, einem Netzwerk aus Pillenkonzernen, Kliniken, Gutachtern, Richtern und Psychiatern, die nicht zuletzt vom körperlichen und chemischen Kidnapping oft ganz normaler Menschen leben. Hey, gruselig, nicht? Und zum Beispiel in Deutschland und in der Schweiz, auch in den mitteleuropäischen Staaten, aber wir nehmen jetzt mal das Beispiel Deutschland, da gibt es im Wesentlichen drei Wege, wie einem das zustoßen kann. Sie werden sich ja wahrscheinlich alle noch erinnern an den Fall Mollat und auch andere. Der Herr Mollat, das war ein berühmter Fall aus Bayern, der landete aufgrund von Gutachten für 7 Jahre in der Psychiatrie, in der geschlossenen Abteilung, obwohl er also nicht psychisch krank war und auch nicht schuldig an bestimmten Verbrechen, die ihm vorgeworfen wurden. Und hier haben wir mal die Voraussetzungen für Zwangseinweisungen zusammengetragen. Wie gesagt, im Wesentlichen drei sind das. Ich will die drei Wege nur ganz kurz mal aufzählen. Also es gibt einmal die Zwangseinweisung nach den Ländergesetzen, den psychisch Krankengesetzen. Also beispielsweise, wenn eine Selbst- oder Fremdgefährdung aufgrund psychischer Krankheit vorliegt. Das kann im Einzelfall durchaus sinnvoll sein und hilfreich, aber nicht, wenn der Betreffende dann auf Jahre in der Psychiatrie verschwindet und eine Psychiatriekarriere macht, was häufig der Fall ist. Dann kann jemand auch in die Psychiatrie kommen statt einer Gefängnisstrafe. Wenn er beispielsweise in einem Strafverfahren zu verurteilen wäre, kann auf der anderen Seite seine Schuldunfähigkeit festgestellt werden. Und wenn er diese Schuldunfähigkeit vorliegt, kommt er nicht ins Gefängnis, sondern in die Psychiatrie. Auch das kann, verstehen Sie mich da nicht falsch, im Einzelfall notwendig sein. Zum Beispiel bei schwer gestörten Wiederholungs- oder Mehrfachtätern, bei denen keine Hoffnung auf eine stabile Besserung besteht. Vor solchen Leuten muss die Gesellschaft natürlich geschützt werden. Aber auch hier hat es bereits schwere Fehler gegeben, nämlich indem die Falschen entlassen wurden und daraufhin weitere schwere Verbrechen verüben konnten. Und der dritte Weg in die Zwangspsychiatrie ist die rechtliche Betreuung Erwachsener. Ja, heute heißt das Betreuung, früher hieß das Entmündigung, ne? Also Begriffe machen doch einfach alles, ja? Klingt gleich viel freundlicher, ne? Und dafür kann zum Beispiel jeder beim Amtsgericht anregen, jemand anderen unter Betreuung zu stellen. Man kann also sozusagen dem Amtsgericht einen Tipp geben, ja? Und ein Betreuer kann dann im Falle der gerichtlichen Entscheidung für eine Betreuung sämtliche Entscheidungen treffen. Und wenn die Betreuer meinen, also so eine Art Vormund ist der Betreuer, ja, eine gefährliche Situation liege vor, können sie eine Zwangseinweisung beantragen. Also das sind alles sozusagen Mechanismen, die mit Gummiparagraphen, mit Gummidefinitionen. Die ganze Psychiatrie ist sowieso kein wirklich wissenschaftliches Verfahren, keine wirklich wissenschaftliche Heilmethode. Das sind alles Gummiverfahren, die Tür und Tor öffnen für negative Eingriffe, für Manipulationen, für Intrigen. Und die Psychiatrien sind voll von solchen Menschen, ja? Natürlich gibt es auch Fälle von Menschen, die sich in akuten Krisen befinden und denen geholfen werden muss, die vielleicht mal für ein paar Tage sozusagen vor sich selbst oder geschützt werden müssen oder andere müssen vor ihnen geschützt werden. Aber leider ist das eben oft der Anfang einer langen, langen Psychiatriekarriere. Davon ist hier nicht die Rede, sondern es ist von den überwiegenden Fällen die Rede, die eigentlich zu Unrecht mit Drogen behandelt werden, zu Unrecht weggesperrt werden. Und darum geht es hier in unserer Ausgabe der Expresszeitung. Aber kommen wir doch zurück zu Ihnen. Also ich verstehe immer noch nicht, warum Sie nicht längst in der Psychiatrie sitzen oder wenigstens mit Medikamenten behandelt werden. Vielleicht werden Sie das ja schon. Dann sollten Sie die neue Expresszeitung sowieso lesen, auf jeden Fall. Denn wie ich Sie so kenne, haben Sie doch wahrscheinlich
ganz gefährliche Anwandlungen, beispielsweise Gedanken oder Gefühle. Und beides ist ja ganz verboten und außerdem krankhaft. Ja? Also die Wahrheit ist, aus der Sicht der Psychiatrie ist mittlerweile fast jeder gestört. Ja? Also was früher als Gefühl bezeichnet wurde oder so als Trauer, das sind heute Depressionen, Wutanfälle sind auch nicht mehr gesund, darf man nicht haben. Ja? Also aus der Sicht der Psychiatrie ist heute mittlerweile fast jeder gestört. Das menschliche Verhalten soll neuerdings die Summe von Symptomen und Syndromen sein, ja, die alle in einem aufgeblähten Katalog angeblich psychischer Krankheiten aufgelistet sind, dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders der Vereinigung der amerikanischen Psychiater, kurz und gut dem Diagnostischen und Statistischen Handbuch der mentalen Krankheiten oder Störungen, ja. Und das ist ein Riesenkatalog. Also wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg gab es schon mal so eine Auflistung psychischer Störungen, die enthielt 26 Störungen. Ja? Und heute hat das sogenannte DSM, so heißt das abgekürzt, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, das heutige DSM-5, listet fast 400 psychische Leiden auf. Ja? Und während die erste Ausgabe dieses DSM aus dem Jahr 1952 gerade mal 130 Seiten zählte, bringt es das jetzt gültige DSM-5 aus dem Jahr 2013 auf fast 1000 Seiten. Ja? Und ja, wie wäre es zum Beispiel mit Störungen wie der Rechenstörung, der Lesestörung, der Störung des schriftlichen Ausdrucks, der koffeininduzierten Störung oder ganz verwerflich der Behandlungsnichtbefolgungsstörung? Also wenn Sie zum Beispiel Ihre Pillen ablehnen, dann haben Sie garantiert die Behandlungsnichtbefolgungsstörung. Ja? Und das Ganze mündet dann sozusagen in eine einträgliche Form der Tollwut in der Psychiatrie. Und zwar folgt auf die Definitions- und Diagnosewut, so sicher wie das Amen in der Kirche, die Verschreibungswut. Und dann kommen Sie erst richtig in den Teufelskreis rein, denn Sie werden dann sehr häufig mit härtesten Drogen behandelt. Und jede Entzugserscheinung, die Sie dann mal haben sollten, wird eigentlich nur als der Beweis dafür gewertet, dass Sie ja unbedingt diese Pillen brauchen. Ja? Was ja dann auch oft stimmt, denn Sie sind ja dann abhängig. Ja? Ja, wie gesagt, die Psychiatrie ist keine exakte Wissenschaft. Sie verfügt also nicht über dieselben exakten Messverfahren wie andere Disziplinen und nicht über über exakte Definitionen wie andere Disziplinen, nicht über exakte Diagnosen wie andere Disziplinen. Dafür haben wir auch sehr schöne Beweise hier zusammengetragen in der Expresszeitung Nummer 16 über Psychiatrie. Da hat zum Beispiel mal ein Psychiater namens Rosenhahn ein sehr nettes Experiment gemacht und hat sich zusammen mit einigen Kollegen in verschiedenen psychiatrischen Kliniken gemeldet. Und sie haben also undercover natürlich, sie haben angegeben, sie würden Stimmen hören und sie wurden also sofort nicht nur ernst genommen, sondern auch natürlich aufgenommen. Und man hat ihnen jede Menge Pillen serviert, die sie natürlich nicht genommen haben. Aber wenn man mal zusammenzählt, ich glaube, es waren so ein halbes Dutzend Versuchspersonen. Und nach ein paar Wochen hatten sie insgesamt etwa 2100 Tabletten verschrieben bekommen. Und am Ende fiel es diesem Herrn Rosenhahn sogar verdammt schwer, die Leute wieder da rauszukriegen. Also den Kliniken klarzumachen, dass das nur ein Experiment gewesen ist. Ja? Oder wir haben auf der Psychiaterseite auch ein sehr schönes sozusagen Lebensexperiment, das das Leben selber geschrieben hat. Und das ist die Geschichte von dem Briefträger Herrn Postel, der vor einigen Jahrzehnten als Psychiater angestellt wurde, für mehrere Jahre in einer psychiatrischen Klinik und der da auch beträchtlichen Erfolg hatte. Aufgeflogen ist er nicht etwa anhand falscher Diagnosen oder Therapien, sondern er hatte, glaube ich, irgendwann seinen Geldbeutel verloren. Da waren zwei verschiedene Ausweise drin. Tja, das ist natürlich Pech. Sonst hätte der Mann garantiert noch segensreich weiterwirken können für seine sogenannten psychisch kranken Patienten. Aber das Ganze ist nicht zum Lachen. Heute, wie man an diesem DSM erkennen kann, wird heute jeder und alles psychiatrisiert. Das gesamte menschliche Verhalten wird zerlegt in Syndrome und Symptome. Und fast alles, was wir so
für Anwandlungen und Verhaltensweisen haben, kriegt einen Stempel aufgedrückt und damit ist es auch behandlungsbedürftig. Das bedeutet natürlich eine gewaltige Ausweitung des Psychiatriemarktes, des Pharmamarktes, der Pharmaindustrie, der Pharmagewinne und so weiter. Und inzwischen werden ja schon sogar ganze Bevölkerungskreise routinemäßig mit Drogen behandelt. Man möchte es gar nicht fassen. Da wären einmal die Kinder und Jugendlichen in der Schule, die in der Schule nicht funktionieren, die in den Kindergärten nicht funktionieren. Die bekommen Drogen wie beispielsweise Ritalin. Und dann wären da auf der anderen Seite, auf der oberen, am oberen Ende des Lebenszyklus, die Senioren, die zu Millionen in Heimen, in Anführungszeichen, betreut, aber in Wirklichkeit medikamentiert werden, mit Drogen vollgepumpt werden, weil nur so lassen sich große Heime mit sehr wenig Personal betreiben. Ja? Und ehrlich gesagt, wenn Sie jetzt glauben, das ist ein schlimmer Albtraum, dann haben Sie leider recht, aber leider müssen wir uns damit befassen. Und sowohl die Menschen, die in der Psychiatrie arbeiten, als auch die anderen, die davon betroffen sind, und drittens diejenigen, die noch nicht davon betroffen sind, die sind nämlich besonders wichtig, die müssen wissen, was im Einzelfall auf sie zukommen kann, aber nicht nur auf sie, auf Angehörige, auf Großeltern häufig, die plötzlich apathisch in Altenheimen herumsitzen und vor sich hinstarren. Das ist nämlich nicht normal, das sind meistens die Auswirkungen von Drogen. Also seien Sie gewarnt, besorgen Sie sich die neue Expresszeitung Nummer 16. Schauen Sie mal auf die Website der Expresszeitung, expresszeitung.com. Und werfen Sie mal einen Blick rein und vor allen Dingen entschließen Sie sich zu einem Abo, weil wir bringen nämlich im Jahr etwa 10 Ausgaben heraus mit äußerst brisanten und spannenden Themen. Auf der Website der Expresszeitung können Sie da einen Blick reinwerfen in die Mischung, in die Themen, die bisher schon da waren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder lesen würden bei der neuen Expresszeitung, auf der Website der Expresszeitung. Und auch ich habe hier einige brisante Artikel beigesteuert. Ich hoffe, viele von Ihnen werden mal einen Blick hineinwerfen. Vielen Dank und herzliche Grüße. Ihr Gerhard Wisniewski.